Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute wieder drei wunderbare Geschichten für Sie. Erstens, AIDA Perla und AIDA Stella laufen gemeinsam aus und haben viel Spaß dabei. Zweitens, Robert Nippold war an Bord, ein vielseitig begabter Künstler. Und drittens, wunderbare Bilder von den Fjorden. Viel Spaß! Wenn sich zwei unserer Schiffe in einem Hafen treffen, ist immer ein wunderbares Erlebnis für alle Gäste. Diesmal waren es AIDA Perla und AIDA Stella im Hafen von Civitavecchia. Gucken Sie mal. Viele unserer Gäste entdecken ja bei uns die Liebe zur Kunst. Wir haben auf allen Schiffen fantastische Galerien mit unglaublich abwechslungsreichen Künstlern. Und am meisten freuen sich die Galeristen, aber auch wir, wenn mal Künstler zu Besuch kommen. Der Charles Fascino, der ist jetzt gerade aktuell an Bord, und der Robert Nippold, der war an Bord. Und das ist ein wirklich begabter Künstler und vielseitig. Gucken Sie mal. Ich heiße Robert Nippold, bin Zeichner und Buchkünstler und ich mache Bücher. Ich bin viel in der Galerie, es werden also Bilder von mir dort auch ausgestellt. Und es gibt einmal eine Show, die ich zusammen entwickelt habe mit dem Trio, und die führen wir hier auch im Theatrium auf. Meine Kunst bedeutet für mich im Grunde Beruf und Spaß. Ich gehe unglaublich gerne ins Atelier. Ich freue mich dann mal oft dann schon morgens, es gibt irgendwie neue Projekte oder letzten Tag was für den New Yorker zeichnen können. Das ist so das Schönste eigentlich für jeden Zeichner, wenn dann irgendwie. Das ist so ein legendäres Magazin aus New York, wenn die anrufen und sagen, hier, ob ich was für die zeichnen kann, dann kann ich natürlich nicht Nein sagen. Das Faszinierende an der Kunst ist im Grunde so diese Auseinandersetzung mit Themen, die man sich komplett selber aussucht. Das finde ich auch ein unglaubliches Privileg. Musik hat für mich eigentlich immer einen großen Stellenwert gespielt. Ich habe irgendwie, ich glaube, mit 15 oder so angefangen, Gitarre zu spielen und zu singen, und direkt gemerkt, wir haben am Lagerfeuer, das gut mit den Mädels kam gut an. Naja, deswegen, die Musik hat mich eigentlich immer begleitet. Und auch bei dem jetzigen Buchprojekt geht es ja um die Nacht in Berlin der 20er. Ich finde das so schön, das versuchen zu verbinden, halt diese beiden Sachen, Musik und Zeichnerei und bildende Kunst. Ist halt das Berlin der 20er, die Nacht in Berlin der 20er, und ich bin derjenige am Zeichentisch und ich moderiere das Ganze auch. Eine geschichtliche Einführung gibt es, das heißt, man erzählt den Leuten erstmal was über die 20er Jahre, was ist da passiert. Ich stelle so Tänze aus den 20er Jahren vor und fange dann halt selber an mit den Pinseln zu tanzen, und das geht dann überall, irgendwann tauche ich das in ein Tuschefass und fange an, so ein Tanzpärchen zu zeichnen. Dem Tonfilm die Geräusche, das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Da macht es so, dass ich mich selber täusche. Das Buch muss rechtzeitig zur Frankfurter Buchmesse rauskommen. War jetzt 5 Jahre lang mein Baby und das muss jetzt irgendwie gut werden, der Druck muss gut werden. Und im Zuge dessen fände ich es halt super, wenn diese Show, Ein rätselhafter Schimmer, die halt genau passend zu diesem Buchthema ist, wenn wir damit auch auf große Bühnen halt kommen könnten. Das wär auf jeden Fall sehr schön. Die Fjorde Norwegens sind ein fantastisches Naturspektakel. Wenn Sie dann noch jemanden dabei haben wie Herrn von Hofmann, der Ihnen alles darüber erzählen kann, dann wird's doppelt schön. Unsere Gäste auf AIDA Cara haben genau das erlebt. Gucken Sie mal. Die Fjordlandschaft Norwegens ist etwas Außergewöhnliches auf
unserem Planeten. Wir finden nicht nur hier in Norwegen, sondern auch in Chile oder Alaska, in Grönland genau solche Fjorde. Aber das Besondere hier ist diese außergewöhnliche grüne Landschaft. Und die wechselt sich ab mit den oben liegenden Gletschern, wie der Jostedalsbreen genannt. Und hier im Nordfjord sieht man die schöne Natur der Föhren, aber auch der Birken. Und was man auch an den Abhängen hier sehen kann, die Landschaft, die Landwirtschaft. Denn hier haben sich einige Bauern niedergelassen für Äpfel und Birnen und auch andere Sachen, die hier angebaut werden. Das Besondere einer Kreuzfahrt in der Fjordlandschaft hängt sicherlich damit zusammen, dass der Mensch schon sehr früh, vor ca. 2000 Jahren, begonnen hatte, hier diese Fjorde zu befahren. Man musste diese Fjorde befahren, um die einzelnen Gehöfte hier zu erreichen, denn über die Berge gab es keine Wege, keine Straßen und die einzige Möglichkeit war über das Fahrwasser. Und die Fjordlandschaft ist nicht nur die Schönheit der Natur, sondern dazu das außergewöhnliche Licht der Sonne hier auf diesen nördlichen Breitengraden, wie wir es auch derzeit im Herbst empfinden können. Ich habe ja gerade mit meiner Familie Ida Luna im Frühjahr gebucht und ganz ehrlich, über die ganze trübe Herbst- und Winterzeit werden wir uns damit beschäftigen, welche Ausflüge wir machen und werden uns schon mal darauf freuen, in welches Restaurant wir gehen und so und schon mal ein bisschen was reservieren. Wenn Sie mehr wissen wollen über uns, dann gehen Sie auf www.aida.de oder gehen Sie in ein nächstes Reisebüro. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Bitteschön. Wohlfühlen auf AIDA, das bedeutet unterwegs zu sein. Zunächst vom Basishafen Dubai durch das Arabische Meer in den Hafen von Muscat im Oman. Der nächste Hafen ist Abu Dhabi. Wir machen noch Halt in Bahrain, bevor es wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt Dubai geht. Kommen Sie mal her. Und jetzt habe ich was ganz Besonderes. Kennen Sie das, wenn Sie an Bord sind? Und dann haben Sie so einen Moment, wo alles stimmt, wo Sie in die Ferne gucken und sagen so, ah. Und genau solche Momente haben wir hier festgehalten. Gucken Sie mal. Und zum Schluss, wie immer, die Bilder der Woche. Heute hinterlegt mit wunderbarer Musik von den Kollegen von AIDA Ma. Bitte schön. Crazy for crying, and I'm crazy.